Anschein nach genügend Reserven für den Saisonhöhepunkt aufgehoben, nach jetzt 54 Spielen. Noch ein Sieg heute bei den Löwen und Mannheim wäre ganz dicht vor der Titelverteidigung. Frankfurt in den grauen Trikots wollte die letzte Chance nutzen. Die Außenseiter spielten mit vollem Einsatz, aber in der 9. Minute fiel das 1:0 für Mannheim durch Jochen Hecht. Der Nationalspieler mit der zu diesem Zeitpunkt unverdienten Führung für die Gäste. Die Lions ließen sich aber nicht entmutigen. Steve Palmer traf noch vor der Pause zum 1:1. Weltklasse, wie er den hervorragenden Torwart Rosati überlistete. Auch das zweite Drittel war sehr kampfbetont. Frankfurt gab alles, spielte nicht besonders schön, aber erfolgreich. Lanberry in der 30. Minute mit der Führung für die Lions. Der Kanadier schaltete zwei Verteidiger und auch Goalie Rosati aus. 2:1 für die Gastgeber. Mannheim legte jetzt ebenfalls zu. Fehler in der Frankfurter Verteidigung und Dave Tomlinson mit dem Ausgleich. 2:2. Dieser Schlagschuss für Keeper Tammy nicht zu halten. Im letzten Drittel eine Schrecksekunde für die Frankfurter. Jabouneau lag verletzt auf dem Eis und es gab Matchstrafe für Alexander Serikow. Hier die Auflösung. Links oben am Bildrand Stock und Faustschlag. Tore gab es im letzten Drittel keine mehr. Es sollte die Verlängerung entscheiden. Und da gab es gleich wieder neuen Gesprächsstoff. Ein Treffer von Frankfurts Lanberry wurde nach Videobeweis annulliert. Es war Torraum abseits gewesen. Auch wenn es manche nicht glauben wollten. Dann floss auch noch Blut. Den Frankfurter Richard hatte es heftig an der Hand erwischt. Und zwar nach diesem brutalen und dummen Foul des Mannheimers Mike Hudson. Nach der Verlängerung stand es immer noch 2:2. Das hieß Entscheidung im Penalty-Schießen. Alle Beteiligten nach 3 Stunden und 45 Minuten fix und fertig. Dieter Kalt mit dem ersten Treffer für Mannheim. Dann traf Lanberry für Frankfurt. Und der Belgier Pellegrins verwandelte zum 2:1 für die Adler. Die Entscheidung. Mike Miller scheiterte am Mike Rosati. Das war's. Mannheim gewinnt auch das dritte Halbfinale mit 2:1 im Penalty-Schießen und ist wieder im Finale. Ja, liebe Zuschauer, gerade eben haben wir die Meldung reinbekommen, dass die Frankfurt Lions Protest gegen die 2:3 Niederlage nach Penalty-Schießen und das damit verbundene Aus im Meisterrennen eingelegt haben. Die Hessen begründen ihren Einspruch mit der als unberechtigt angesehenen Verweigerung ihres dritten Treffers durch Lanberry in der Verlängerung wegen angeblichen Torraumabseits. Sie haben es gerade eben gesehen. Eine Verhandlung über den Frankfurter Protest ist allerdings noch nicht terminiert. Wer auch immer ins Finale kommen sollte, er trifft auf die Eisbären aus Berlin. Die Eisbären gewannen nämlich auch die dritte Partie gegen den EV Landshut, heute mit 2:0. Das erste Finalspiel der Serie Best of Five, wenn es denn keine Wiederholung gibt, oder ein viertes Spiel, Frankfurt gegen Mannheim, findet am Freitag in Berlin-Hohenschönhausen statt, zu sehen, auch live in unserem Digitalprogramm.